Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Grünen Marsch. Wir sammeln jetzt Ballen ein. Wir mähen noch auf Feld Nummer 24 und 25 je ein Traktor. Und hier wird fleißig gepresst. Natürlich, einer will nicht. Wollen wir den Fahrer in den Arsch treten? Ne? Also kurz entlassen, wieder einstellen. Also jetzt. Ich weiß nicht warum. Eine Zeit lang lief es, jetzt nicht mehr. Ich habe schon mal gestartet und wieder geladen in der letzten Folge. Und dann bleibt er stehen. Ich weiß nicht warum. Das sind beides die gleichen Einstellungen, die gleichen Kurse. Mit nur einem Traktor. Obwohl normalerweise letztes Mal hat der Traktor gesponnen. Also die Gründe kann man jetzt nicht erkennen. So, sammeln wir mal die Ballen ein. Die fahren wir aus dem Hof. Obwohl. Na, die fahren wir zur BGH. Die fahren wir zur BGH, das müsste eigentlich ganz gut hinkommen. Mit Mischfutter an sich haben wir eigentlich gut im Geschäft. Da haben wir eine Ladung, die lade ich jetzt zur Verfügung. Und sobald das entsprechende Silage ist, also diese Ladung ja nicht, aber die vorgängige Ladung im Prinzip nach 2 Tagen, also zweiten Tag Herbst im Prinzip, ne, Mitte Herbst, müsste dann entsprechend hier die BGH auch die Mischfutterfabrik in Aufbau sein mit Silage. Dann haben wir genug Futter. So. Voll. Fahren wir jetzt im Hof. Achso, BGH wollte ich fahren, ja genau. So. Gehen wir in Modus. Da fährt der Junge. Stroh hat er sich komplett. Naja, der Rest hat der Regen geholt. Ne? Aber das meiste haben wir gerettet. Schauen wir mal. Da haben wir so BGH. Nochmal extra legen. Das ist ein anderer Zeitpunkt. Dass wir keine durcheinander kommen mit der Silage. Wäre nämlich äußerst schlecht, wenn wir hier Silage mit Gras verwechseln und dann entsprechend so gut wie nichts verdienen dran, ne? Wir brauchen ein bisschen Kleingeld. Wir müssen den Winter überstehen, ne? Bis im Winter müssen wir halt ein bisschen Geld verdienen. Wenn wir die Brauereien haben, dann geht's. Das haben wir geschafft. Aber das ist noch ein weiter Weg. Also das Heu geht nicht weg, das verstehe ich nicht. Stroh ja, aber Heu, das liegt da so schön. Muss ich nicht verstehen. So. Kurz. Ups, da war das. War eine Kante irgendwie. So. Geht zurück. Zu der Wiese. Nächste Ladung. Vorbereiten.
Wollen wir ganz kurz checken. Zeitmäßig. Ja, dann fehlt über den Sonntag fehlen. Hunger. So. Dann müsste ich kurz Pause machen. Mal die Folge noch machen und Pause. Schau mal. Tatsächlich, kommt Regen. So, da hätte noch ein Balm gewesen, dann nehmen wir den her mit. So. Fahren wir hier mit. Den ersten hier. Hey. Ja, so geht weiter, ne? Können wir gleich gucken. Na hier, guck mal. Das ist gut. Dann haben wir noch die 21. Ja, hier müssen wir eigentlich auch ein bisschen mähen. Das hat sich hier erledigt. Aber hier war ein Stall Mist. Dann mal ganz kurz gucken. Das geht ja nicht, ne? Wieso war da eigentlich schon mistig? Da ist es sauber. Da ist auch sauber. Da ist ein bisschen Mist am Rand. Das so viel ausmacht. Dann hier auf. Jetzt schon. Wegen 2%. Sauberkeit. Wo ist unser erster Stall? Weiß ich auch nicht genau. Das könnte natürlich sein. Gut, hier war nichts. Anführungszeichen. Mal nach hinten gucken schön, ne? Rückwärts fahren, ne? Statt Spiegel. Brauche ein extra Fahrzeug dafür. Vollgas, Junge, Vollgas! Mit 23 km/h.
Solange kein Block gekommen, geht's. Steht noch ein bisschen Getreide, aber macht nichts. Hier ist der Kram. Wollte ich gerade abkürzen, aber ja gut. Ah, sehe schon den Dreck. Das macht so viel aus. Muss ja, ne? Ja, ist gut, sauber. Dann war das sehr stark gewesen. Dann können wir gleich die Tiere versorgen. Bei den Kühen. Futtermäßig meine ich jetzt. Das ist noch ein Ferguson. Ah, das ist jetzt alles klar, wo all die Fahrzeuge geblieben sind. Das ist ja der runde Verkehrstraktor hier. Oh, schön Mist gekriegt schon, ne? Das ist nicht schlecht. Ja, dann könnte man theoretisch hier den Dünge-Dings auch noch machen, ne? Theoretisch. Weil Dünger ist ja eigentlich recht teuer. Aber für mich immer wichtig, dass wir ein Dings kriegen hier. Immer ja, das Dünger. Dass wir hier, na, Brauerei. Na, Brauerei. Lass nachdenken. Brauerei und Dings hier. Kartonfabrik und hier. Eins war noch. Ich glaube, drei Sachen waren es gewesen, die ich machen wollte. Ach, Schlachterhof, ein Schlachthof, ja. Schlachthof wäre ganz wichtig gewesen, ist ganz wichtig, weil das ist äußerst wichtig. Damit wir die Schweine entsprechend verwerten können. Also Schlachthof ist nächstes Jahr im Sommer wichtig und dann nachher mal sehen. Und den werden wir nehmen zum Silage fahren.
Weil wenn wir den anderen Traktor nehmen, der aktuell mit Strom fährt oder gefahren hat, haben wir so ein Lager zurück, also für ein Dach, dass hier weniger geworden ist. Aber ich kann es nicht belegen, ich weiß auch nicht genau. Müsste ich einen in der Aufnahme gucken, wo das gerade mal. Aber die richtige Folge finden, das ist nicht so einfach. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich hier im Ausmaß Tschüss. Und winke, winke. Und hört und sieht sich dann zur nächsten Folge, ne? Rein theoretisch. Nur wenn ihr möchtet. Tschüss.